Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Credo-Gitarren-Tutorial. Wir sind ja dabei, ganz einfache Möglichkeiten zu zeigen, wie man in ein paar Tonarten Lobpreis machen kann. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Heute wird es noch einfacher als letztes Mal. Wir sind nämlich in D-Dur. Lass uns gleich in die Materie einsteigen. In D-Dur ist es noch einfacher, Gitarre zu spielen als in G-Dur, weil ihr genau wie in G-Dur den Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite legen könnt. Ihr könnt aber den kleinen Finger weglassen und die offene E-Seite spielen. Der kleine Finger muss jetzt bei den Akkorden, die wir lernen, gar nichts machen. Der darf sich entspannen und zurücklehnen. Wenn ihr in dieser Stellung ein D spielen wollt, dann legt ihr den Mittelfinger in den zweiten Bund der G-Seite. Am besten dämpft ihr dann wieder mit dem Daumen die E-Seite. Ganz einfach. Als zweiten Akkord möchte ich euch A zeigen. Ihr legt einfach den Zeigefinger auf die D-Seite im zweiten Bund, oberhalb eures Mittelfingers. Von da aus ist es dann noch einfacher, zum H-Moll zu kommen. Ihr legt den Zeigefinger statt auf die D-Seite im zweiten Bund auf die A-Seite im zweiten Bund. Fast genauso einfach ist es dann, zu E-Moll zu wechseln. Ihr nehmt den Mittelfinger weg von der G-Seite, legt ihn auf die D-Seite unterhalb eures Zeigefingers und schon erklingt ein E-Moll. Jetzt fehlt uns noch G-Dur. Dazu müssen wir beide Finger bewegen, und zwar den Mittelfinger in den dritten Bund der tiefen E-Seite und den Zeigefinger in den zweiten Bund der A-Seite. Ganz ähnlich wie in G gibt es hier auch noch einen kleinen Zusatzakkord, der aber eine andere Rolle übernimmt, nämlich das Fis. Um das Fis zu spielen, gehen wir zurück wieder zur Stellung von D und nehmen den Zeigefinger im zweiten Bund der E-Seite dazu. In den meisten Fällen, wenn ein Fis in den Lobpreisliedern steht, funktioniert dieser Akkord. Ihr seht, in der Tonart kann man ganz leicht Gitarre spielen. Es gibt wieder einige Lieder, zum Beispiel im Jubilate Deo, Komm, jetzt ist die Zeit, Komm und lobe den Herrn, Jesus höchster Name und Noch nie. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video jetzt wieder einiges mitnehmen und startet wieder voll im Lobpreis durch. Viel Spaß damit und bis dann!